Du hast alle Klone getestet. Kennst du Emir? Barracuda, was ist los? Hör mal, wie lange willst du die Frage? Wie lange tanzt du um diesen Duft rum? Verdammt! Was? Guck mal, im Leben gibt es keine Abkürzungen. Es gibt nie Abkürzungen. Es gibt keine Klone oder so, die dem gleichkommen. Verstehst du das? Das ist, guck mal, tu mir einen Gefallen, okay? Tu mir bitte einen Gefallen. Kauf bitte heute nicht, okay? Guck mal, du bist sehr so hinher. Kauf bitte heute nicht. Wenn du morgen früh aufwachst und den Duft immer noch haben willst, okay, dann kauf den Duft. Wenn du es heute, aber ich merke ja, ne, du versuchst irgendwie, ja, aber es ist dann doch, guck mal, es ist sehr, sehr viel Geld und eine Sache ist auch klar. Dein Leben wird nicht besser, wenn du Ridgewood kaufst, okay? Du gibst viel Geld aus und dieses Parfüm wird nichts zu deinem Leben beitragen. Das ist für dich selber eine Belohnung. Wenn du aber kleine Hindernisse vor dir siehst, lass dir gesagt sein von jemandem, der wirklich alles gekauft hat, was er haben will. Es bringt nichts, ja? Das sind alles Sachen, die schön sind, aber wir brauchen diese Dinge nicht, auch wenn ich mich oft wiederhole. Wenn du immer wieder so willst, ja, vielleicht doch ein Dupe und so weiter. Guck mal, mach deine eigene Erfahrung. Kauf bitte diesen Dupe, kauf diesen Dupe und weißt du, sammel deine Erfahrung. Weißt du, was ich meine? Hör auch nicht auf mich. Guck mal, vielleicht, das ist jetzt nicht der Fall, vielleicht bin ich auch so ein Typ, könnte ja sein, der unbedingt will, dass du bei ihm kaufst. Ne? Ich glaube, mittlerweile sollte klar sein, dass es jetzt keine große Rolle spielt, dass ich jetzt nicht die Leute zwinge, bei mir zu kaufen. Aber du mach doch selber die Erfahrung. Kauf dir den Dupe. Okay, ich habe schon bestellt, will nur deine Meinung wissen. Guck mal, kauf dir den, das meine ich auch ernst. Kauf dir bitte den Dupe, einfach nur damit du selber auch Erfahrung sammelst und probier es aus. Probier es aus. Hör nicht auf mich. Vielleicht sitzt hier, vielleicht guckst du irgendwann einen Stream von jemandem und der sagt dir was. Ich zum Beispiel, ich sag euch eine Sache, ich höre auf ganz, ganz wenige Leute. Das ist auch vielleicht ein bisschen eine Schwäche von mir, weil ich höre auf niemanden. Auch wenn ich jetzt Leute, also ich höre nicht auf jeden, aber ich hinterfrage immer alles. Wenn zu mir jemand sagt, ja, also du hast jetzt ein anderes Beispiel. Jemand ist ein erfahrener Uhrenhändler und der sagt zu mir, Marc, lass da lieber die Finger von, da verbrennst du dich. Ich mache selber die Erfahrung. Das ist auch nicht gut. Aber ich muss sagen, heutzutage, das ist auch, warum diese Krypto-Schemes und so weiter kommen. Man hört auf andere Leute und vertraut dem Ganzen dann. Wer ruft denn jetzt an? Auf jeden Fall, das ist sehr, sehr wichtig, dass wenn man seine eigene Erfahrung macht. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr wichtig. Kannst du ein Update zur Ranch machen und zu der zweiten Schule in Afrika? Natürlich. Also die Ranch ist in weiter Ferne. Wir reden ja hier von 150 Millionen Dollar. Die hat der Marc Gebauer nicht. Aber ich arbeite tagtäglich daran, das Geld aufzutreiben, sage ich mal. Die Schule in Afrika, wir sind, glaube ich, jetzt in den letzten Steps, also der Betrag ist so gut wie vollständig bezahlt, nur eine kleine Summe offen. Und das ist ja die öffentliche Schule, die ursprüngliche Schule ist ja schon fertig. Und die öffentliche Schule, ich kann den Dr. Schein nochmal fragen, wie da die Baumaßnahmen sind. Das Fundament wurde gemacht und der Rohbau, da sind die halt dran. Und wir werden jetzt parallel schon mit der nächsten Schule anfangen. Wir sprechen gerade, dass wir da schon loslegen, weil wir haben, also ja, das ist halt der Weg, ne? Und ja, Dr. Schein weiß in Uganda, wir haben auch wieder ein paar Brunnen eröffnet. Wir haben es jetzt nicht auf Social Media geteilt, weil es auch, ich habe zum Beispiel für Freunde und Bekannte, die haben ein Kind bekommen, dann haben wir das so gemacht. Also das war jetzt eher so eine interne Sache, aber die sozialen Projekte gehen so weiter. Wann ist meine nächste Reise? Ich glaube, die Fertigstellung des Waisenhauses soll jetzt nächstes Jahr im Frühjahr sein oder im Oktober, November. Eins von beiden und dann werden wir wieder runtergehen und ja, genau. Darum wird es dann wieder runtergehen. Vielleicht eine Ranch in Afrika. Ja, also das Amerika-Thema ist natürlich als Setup, kommt darauf an, wie viel also ja, ich werde erstmal in Amerika das Ganze hier etablieren und dann, guck mal, was ihr nicht versteht ist, also was man nicht vielleicht so direkt versteht ist, für diese Afrika-Geschichte, das ist schon etwas, wo ich eher in einem etwas anderen Alter auch sein möchte. Und man muss auch wenn man Dinge bewegen möchte, gerade auf dem afrikanischen Kontinent, braucht man nicht unerschöpflich, aber man braucht schon sehr viel Geld und auch man braucht eine konstante Geldquelle. Sonst kann man das nicht, sonst wird sich, also du kannst nicht dahin gehen ohne, und ich rede jetzt von Summen, die man auch einfach ausgeben kann. Also nur mal, um jetzt so eine Perspektive zu geben, wenn man jetzt eine Schule baut, dann braucht man 200, 300.000 Euro. So, und damit ist eine Schule gebaut, damit ist niemandem geholfen. Also damit kannst du 30, 40, 50 Kinder helfen, aber da ist weder dafür gesorgt, dass die Leute die Maintenance, also die essen, trinken und so weiter. Das heißt, du brauchst einfach einen Cashflow. So, das kann mein Gehalt sein, das kann auch so, aber was ich damit sagen möchte, das ist Afrika, dieses Projekt und ihr kennt mich, man,
wenn ich etwas mache, dann das muss schon, es geht jetzt nicht darum, einfach mich zu verwirklichen und dort ein gutes Leben zu führen, sondern man muss ja schon auch was bewegen können. Sonst wäre ich auch nicht glücklich. Ich hätte auch keine Lust, dann einfach nicht weiterzukommen. In dem jetzigen Zeitpunkt, in dem jetzigen Stadium, wo wir uns jetzt befinden, ist es einfach so, dass wir ein System etablieren müssen, hier in Amerika, und dafür sind wir hier, dass wir einfach als Marke so groß werden, auch mit Geschäften, mit einfach, in Deutschland sind wir sehr etabliert und wir machen auch gute Umsätze, wir machen auch große Umsätze, aber das hier in Amerika kann ja ganz anders skaliert werden, wenn Gott will. Und das müssen wir hier etablieren und deswegen sind wir hier und das ist der Plan, dass wir hier etwas aufsetzen, wo ich mich dann auch eventuell ein bisschen rausziehen kann oder vom Operativen irgendwann mal, jetzt reden wir von 5 Jahren oder ich weiß nicht, wie lange es geht, aber wir müssen jetzt in der jetzigen Situation richtig reinkloppen, dass wir das hinkriegen, dass wir auch hier auf Zahlen kommen, die auch nochmal über dem deutschen Shop sind. Und diese Range, die ich immer im Kopf habe, das hat damit zu tun, dass ich als Unternehmenssitz und als Headquarter gerne da sein möchte und autark sein möchte und natürlich auch dort, sage ich mal, dieser Community-Gedanke, den wir auch in Deutschland haben, im Sinne von wie der Arbeitsplatz gestaltet werden soll, dass die Leute eventuell auch auf dem Gelände leben, dass wir eventuell auch im Sinne der Fleischproduktion etwas machen. Agrarwirtschaft ist ein Thema, was ich auch lernen muss. Also es ist ja jetzt auch, in Afrika läuft das ja so, du bist ja eher Selbstversorger. Das ist ja jetzt, du kannst natürlich auch dann einfach auf dem Markt Dinge kaufen, aber es gibt noch einige Fähigkeiten, die ich für mich selber als Marc Gebauer lernen möchte und auch die Systeme lernen möchte und auch wissen möchte, wie das einfach funktioniert. Im Groben, ja, das möchte ich nebenbei einfach, das interessiert mich einfach. Wie funktioniert das mit dem Getreideanbau? Wie funktioniert das mit der Viehzucht? Das hört sich jetzt ein bisschen für euch vielleicht komisch an. Das ist für mich persönlich ein Hobby. So, und darum möchte ich halt die Ranch haben, wo man auch dann, ich sehe es ja in Deutschland, wir haben, sagen wir mal, 35 Mitarbeiter und wenn wir jetzt an einen Platz gehen, wo es auch relativ dünn besiedelt ist, dann läuft das ja darauf hinaus, dass man auch teilweise Mitarbeiter dann vor Ort hat. Da geht es auch darum, dass man dann wieder einen Koch hat, dass man dann das Ganze halt ausbaut. Zufälligerweise deckt sich das halt auch mit Interessen von Leuten, die mir nahestehen. Wenn wir jetzt Oma Afkir nehmen von 3Hs, er möchte ja auch sich in den nächsten 5 Jahren irgendwie verändern und auch ein bisschen mehr in diese Produktionsschiene machen. Und das ist der Grund, weißt? Das ist der Grund, warum wir in Amerika erstmal das machen möchten und warum ich auch diese Ranch haben möchte, damit ich auch ein bisschen mehr verstehe, wie läuft das, wie auch im Sozialen, ne, mit Menschen, dass das nochmal hier größer wird, dass man vielleicht nochmal mit mehr Mitarbeitern das Ganze hat, dass man da dann einfach Erfahrung sammelt. Und wenn man das verstanden hat und versteht, okay, wie sind die Groben, was muss man machen, was braucht man als Setup, was muss man für den Boden, damit man das kultivieren kann und was, dann halt kann man auch in Afrika, weiß man auch ein bisschen besser, wovon man redet. Nichtsdestotrotz ist es so, dass wir diese sozialen Produkte, diese sozialen Projekte immer weiter unterstützen werden, um auch einfach ein Netzwerk aufzubauen, um auch da die Stolpersteine kennenzulernen. Ne? Und das ist so der Plan, warum ich das alles so mache, wie ich es mache. Ne? Zumindest stelle ich mir das so vor. Es kann sein auch, dass morgen alles vorbei ist, man weiß es nie, aber lasst es euch gesagt sein, es ist immer gut, sich Träume und Gedanken um die Zukunft zu machen. Wenn man einfach nur in den Tag hereinlebt und keine Ziele hat, ja, und auch wenn die Ziele jetzt erstmal abstrakt sind, dann kann es nichts werden. Ich hatte ein Gespräch mit einem Mitarbeiter von uns und ich habe zu ihm gesagt, schau mal, egal was du dir wünschst, du wünschst dir irgendwann in Amerika zu arbeiten, dann wünsch dir das. Und sagt, ja, aber vielleicht klappt das dann nicht und dann bin ich enttäuscht. Okay, dann genieß die Zeit, bis es nicht bestätigt wird. Geh davon aus, denk so, dass es so ist. Genieß die Zeit. Sag, du freust dich darauf, dass es passiert. Es kann immer sein, dass man enttäuscht wird, aber das ist das Leben. Zumindest bis dieser Moment eintritt und es final klar ist, dass es nicht passieren wird, dann ist das so. Dann akzeptiert man das. Was aber nicht gut ist, wozu wir auch vielleicht antrainiert wurden, immer zu sagen, ja, ja, aber nee, und ja, das ist immer vom Schlechten auszugehen. Macht das nicht. Setzt euch selber Ziele, denkt darüber nach. Zum Beispiel bei euch ist jetzt nachts, ne? Wie viel Uhr habt ihr jetzt? So, ja, wir haben jetzt 11:30. Wenn ihr gleich schlafen geht, ja, das ist eine Übung für euch alle. Fangt mal an zu träumen. Legt euch gleich ins Bett, legt das Handy weg. Nehmt euch mal bitte feste 20, 30 Minuten Zeit ohne Handy und macht euch mal Gedanken darüber, was ihr euch wünscht. Aus tiefstem Herzen, egal wie abstrakt es ist. Wenn ihr sagt, ja, ihr wollt keine Ahnung, ihr wollt Künstler werden, ihr wollt eine Bäckerei aufmachen, ihr wollt, versucht mal bis ins Detail darüber nachzudenken, wie es wirklich ist. Versucht darüber nachzudenken, wie ihr versichert sein wollt, wo ihr das machen wollt. Wollt ihr, wie lange ihr arbeiten wollt, wie viel ihr arbeiten wollt, was ihr in eurer Freizeit machen wollt, wenn dieser Moment eintritt. Versucht mal im Kopf genau darüber nachzudenken, was ihr euch wünscht für eure Freiheit,
für eure Zukunft? Im beruflichen sowie im privaten auch. Möchtet ihr verheiratet sein? Möchtet ihr Kinder haben? Was wünscht ihr euch? Wie soll das sein? Macht das mal und ihr werdet erstaunt sein, wie wichtig das für einen selber ist. Ja? Und von daher, damit verabschiede ich mich heute.